Hallo, heute geht es um die Midland 88, kurz M88. Das Bedienermenü, sowohl als auch das Servicemenü. Kurze Erklärung, wie, wo, an welchen Punkten was eingestellt wird. Und ja, seht doch einfach selbst. Viel Spaß! So, hier habt ihr die Midland 88 nochmal in der Aufnahme. Ich zeige euch mal kurz die Bedienknöpfe alle, wo was zu machen ist. Hier der Ein-Aus-Knopf, Volume Plus, Volume Minus, das Steuerkreuz für die Menüführung, der Button Menü, Emergency, der Funktionsknopf. Hier drüben haben wir Squelch, Menüpunkt 1, also so Schnellwahlpunkt. Digital Squelch und Menüpunkt 2 für diese Schnellwahl 2. RF-Gain, Menü Schnell 3, also mit Schnellwahl 3. AM-FM-Umschaltung auf Schnellwahlpunkt 4 auch hier. Anzeigepunkt hier haben wir dann, na, stell mal scharf, die Lautstärke. Der RF-Gain ist hier auf automatisch gestellt. Squelch auf Stärke 4 und Digital Squelch auf 1. Und hier die Sendeleistung soll angezeigt werden. Ein S-Meter eingebaut, Kanalanzeige, Frequenz, Hi-Cut, Noise-Blanker-Filter hier oben. Und hier steht FM noch als Modulationsart von dem Ganzen. So. Jetzt sieht man es besser. Also wie gesagt. Also, jetzt folgt das Menü. So, jetzt zeige ich euch, wie man in das Menü, das normale Benutzerführungsmenü, reinkommt. Man hat hier den Knopf Menü lang zu drücken. Dann sehen wir hier im Punkt Functions und Parameter Setting. Über das Steuerkreuz nach rechts kann man dann durchschalten. Und hat dann auch auf die Softwaremenü, gehen wir mal auf das. Und über den Knopf hier hinten, den Kanalwahlschalter, bestätigt man das auch ein Push-Button. So, dann hat man hier die Anzeige für Display Backlight, also für die Beleuchtung auf Stufe 5. Keypad Backlight, also sprich die Tastenfeldbeleuchtung für die ganzen Tasten hier seitlich und rechts. Der Tastenton oder Roger Beep. Auto Power On kann man auf, ausmachen, anlassen. Macht keinen Unterschied, weil ich schalte über den Power-Button hier rechts, der rote, eh immer manuell ein und aus. Also ist jetzt nur, wenn man Einstellungen speichert. Power on Display, da kann man dann wählen zwischen Batteriestandsanzeige, Default Picture, also den Midland-Logo, User Picture oder Text. Ich lasse das immer auf Battery stehen, dass ich auch so ein bisschen die Spannung von der Batterie im Blick habe. So, Factory Reset, also komplett Rücksetzung auf Werkseinstellungen und dann sind wir schon wieder fertig. Und um aus das Menü, aus diesem Menü rauszukommen, einfach hier auf diesen Function Button drücken. So, Scan Mode umschalten auf Squelch-basierten Scanner oder Time-basierten. Frequenzschritte betrifft aber nur die Export-Einstellungen, wenn man die frei hat. Betrifft aber nicht jetzt das normale. Dual Watch. Ja, eigentlich sollte der Ton still sein. Entschuldigung. Emergency-Funktion, also sprich hier für die Notrufkanäle 19 und 9, dass man die einschalten kann. PA-Funktion für Public Address, also sprich Außenlautsprecher, könnte dieses Gerät theoretisch, ist aber leider kein, oder was heißt leider, ist kein Ansprecher für Lautsprecher verbaut. Nur der externe hier im Fahrzeuginnern. Mikrofon Sensitivität, also sprich Mic Gain, wie man früher gesagt hat. Box Level zum Einstellen, wie sensitiv das ist. In dem Fall habe ich es ausgemacht, weil ich es nur im Stand benutze, das Funkgerät, nicht während dem Fahren. Vox Delay Time, wie lange das auf Sendung bleibt, nachdem er ruhig ist wieder.
Busy-Logout, sprich, dass beschäftigte Kanäle automatisch blockiert werden, wenn man senden will. Stehwellenschutz, also sprich, wenn die Stehwelle zu schlecht ist, dass dann die Sendung unterbrochen wird. Ich habe es jetzt noch gelassen auf 3, wie es eingestellt war. Exportband, wenn man das Gerät in Exportmodus versetzen möchte, da gibt es eine Tastaturkombination wie so ein Pin. Kann ich euch bei Bedarf auch gerne noch separat zeigen. Export-Power für Sendeleistung kann man auch über das erreichbare Service-Menü einstellen. Und somit wieder zurück auf Scan-Mode. Vielen Dank fürs Zuschauen.